Hallo meine Lieben, heute habe ich ein neues Video für euch und heute habe ich an einem Montag ein Video für euch. Das ist ja wirklich etwas ganz Spezielles, denn eigentlich wisst ihr hoffentlich, dass mein Videotag ein Donnerstag ist und nicht der Montag, aber diese Woche ist es tatsächlich der Montag, denn ich habe ein neues Projekt geplant mit 6 anderen ganz, ganz tollen und lieben YouTube-Mädels und zwar mit der lieben Nadine Marie, mit Ninas Kosmetik, Real Nathalie, Ju Marie, Use Beauty und Lea Sophie Ernst. Und ich hoffe, ihr freut euch, es ist nämlich ein Projekt zum Thema Summer Must-Haves. Wir haben alle ein Video zu Summer Must-Haves gedreht, aber das in dem Sinne wäre ja langweilig, wenn wir alle ein Summer Must-Haves Video drehen. Deshalb haben wir jeder ein Summer Must-Haves Video zu einem bestimmten Themenbereich gedreht. Bei mir geht es heute rund ums Thema Haare. Die Woche über lädt jedes Mädel aus unserer Reihe ein Video hoch und zwar um 15 Uhr, also ich bin das Startvideo und danach machen die anderen Mädels weiter. Und ich wünsche euch jetzt erstmal ganz viel Spaß mit meinem Video. Ich beginne einfach mal mit einem Produkt, was ich euch auch schon mal gezeigt habe, was einfach im Sommer für die Haare wirklich super ist. Und zwar ist das dieses Produkt hier, das ist von L'Vital, das Sun Defense schützende Haaröl. Ja, das ist so ein Spray-Haaröl, was man sich so auf die Haare sprühen kann und die Haare soll das einfach vor Sonneneinstrahlung schützen, vor Hitze schützen. Also wirklich eine Sonnencreme sozusagen für die Haare. Ich glaube, kaum einer achtet auf die Haare, sondern halt nur auf seine Haut, aber die Haare sind halt auch wichtig, wenn man schöne und gepflegte Haare haben möchte und da kann ich euch dieses Produkt wirklich sehr ans Herz legen. Außerdem zeige ich euch jetzt 2 Produkte, die ich auch wirklich für meine Pflege benutze, für die Haare jetzt halt vor allem im Sommer, dadurch, dass die Haare einfach im Sommer sehr, sehr schnell austrocknen, auch durch Meerwasser zum Beispiel oder einfach durch die krasse Hitze oder die krasse Sonneneinstrahlung. Und da möchte ich euch diese beiden Produkte vorstellen. Die sind von Balea ganz normal aus dem DM, kosten beide nicht viel, sind beide ohne Silikone. Sie sollen die Haare wirklich intensiv pflegen. Das ist eine Oil Repair Spülung und ein Oil Repair Öl. Und ich muss sagen, auch wenn sie ohne Silikone sind, ist die Wirkung für mich top. Die Spülung lässt die Haare super, super weich und kämmbar machen. Das Öl, das ja, macht noch so den letzten Schliff dann in den Haaren, auch wenn die Haare dann mal durch die Sonne halt zu trocken geworden sind und man das optisch auch ein bisschen verbessern möchte, dann nutzt dieses Öl einfach was. Kann ich euch auch beides sehr empfehlen. Außerdem etwas, um die Haare doch ein bisschen in Schwung zu bringen, wenn man halt nicht nur mit seinen ganz normalen Haaren rumrennen möchte. Was? Also wenn man halt seine Haare ein bisschen stylen möchte, kann ich euch diesen Lockenstab hier total empfehlen. Das ist echt ein richtig, richtig guter Lockenstab. Man macht es eigentlich nicht so oft im Sommer, sich irgendwie die Haare zu stylen, aber ich finde, wenn man es macht, dann solltet ihr wirklich auf diesen Lockenstab zurückgreifen. Der ist so, so günstig. Er ist aber von der Wirkung her wirklich spitze. Also auch die Locken, die ich gerade drin habe, habe ich gemacht innerhalb von 5 Minuten. Ich habe einfach nur ganz schnell meine Haare damit eingedreht. Es war 0, nichts fertig. Und auch wenn man wirklich etwas definiertere Locken haben möchte, dann ist dieser Lockenstab einfach spitze. Das hier ist ja eigentlich eher jetzt gerade so dieser Beach-Style-Waves-Look. Und damit klappt das halt auch. Außerdem möchte ich euch zeigen, was ich sehr, sehr gerne benutze im Sommer, um meine Haare aufzupeppen. Neben Locken-Style-Produkten sozusagen. Und zwar sind das Haarbänder. Ich glaube, die mich schon etwas länger verfolgen, die wissen auch, dass ich Haarbänder einfach toll finde. Und vor allem so eine Blumenhaarbänder. Ich meine, wann soll man die tragen, wenn nicht im Sommer? Das eine ist von Primark, glaube ich. Und das hier habe ich mir damals aus Neuseeland mitgebracht. Also die sind vielleicht nicht mehr in der Form erhältlich, aber zum Beispiel bei Primark, die haben doch sehr, sehr viel Auswahl, auch was so eine Blumenhaarbänder angeht. Also da könnte man immer fündig werden. Aber auch zum Beispiel so eine Schmuckshops wie Six, wenn ihr das kennt, da sind diese Haarbänder auch auf jeden Fall erhältlich. Ja, und zu guter Letzt möchte ich euch noch eine Frisur vorstellen, die jetzt auch wirklich total im Trend liegt, seit es Tumblr gibt oder seit es den Sommer gibt. Ich weiß es eigentlich gar nicht, es ist schon lange jetzt im Trend, diese Frisur. Und trotzdem habe ich gelesen, dass immer wieder super viele danach fragen, wie diese Frisur überhaupt funktioniert. Dabei ist sie so, so einfach. Ich zeige euch mal, wie das Ganze aussieht, und zwar so. Das sind eigentlich einfach ganz normal 2 Dutte, oh Gott, Dutz. Dazu teilt man sich seine Haare zunächst in 2 Partien auf und dann kann man die eine Partie so ein bisschen wegstecken und mit der anderen Partie macht man sich ganz normal einen Dutt, wie man sonst sich einen Dutt mit allen Haaren zusammen machen würde.
Und wenn das Ganze dann fertig ist, nimmt man die zweite Partie und macht das Ganze nochmal auf dieser Seite damit. Also es ist wirklich eine super einfache Frisur. Eine super Frisur für den Sommer. Die Haare sind oben. Man hat genug Luft und muss nicht so viel schwitzen unter den Haaren. Also ja, was will man mehr? So, meine Lieben, und das war's dann mit dem Video. Das waren meine Summer Must-Haves 2016 für den Sommer. Also für den Sommer 2016. Ich freue mich jetzt, wenn ihr bei den anderen Mädels schon vorbeischaut. Und die werden euch die nächste Woche auf jeden Fall weiterhin unterhalten. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und sage Tschüss.